Und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Survival hier auf meinem Kanal mit dem Spectre Lars und dem Youngblood, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Die letzte Folge waren wir am Bestattungsinstitut und wollten jetzt noch kurz looten gehen und die Quest machen. Und der Lars muss sich ein bisschen zurückhalten, der hat nicht mehr so viel Leben, habe ich gehört. Ja. Das und wir gehen jetzt mal hier ganz sachte rein. Ich habe hier Pfeile. Wir versuchen die meisten auf jeden Fall sneaky zu erledigen. Dann haben wir weniger Probleme. So, ich sollte vielleicht auch mal alles irgendwie nachladen. Ne? Mhm. So. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Oh cool, es gibt einen neuen Sarg. Jo. Links ist einer. Achtung. Da schon mal Pro liegen. Davon Probe lieben ist eine gute Variante, ja. Kann ich durch so einen Zaun durchschießen, oder? So ein. Ne, mit der Waffe schon. Wenn da Zaun ist mäßig, also. Mit dem Bogen eher nicht. So. Habe einen Zombie getötet. Yippee-yay. Da fällt doch hundertprozentig einer von der Decke bei dem Glasscherbenhaufen hier vor mir. Darf ich mal? Ich glaube, ich habe mir ein bisschen mehr Leben. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, stimmt. Okay, 3 Schuss für ein Zombie im Kopf. Sonst ist hier nichts. So, da rechts ist einer. Den hitte ich mal. Down. Da links ist glaube ich auch eine. Oh, hier vor uns ist einer, Moment. Noch einer, genau. Hab ihn. Hier vorne liegt noch einer. Linke Seite, Vorderbank. Der Kopf ist zu uns, ja. War leider nur der Hals, aber hab ich. Buche von Technikfreak. Mhm, nehme ich gerne. Müssen wir dann mal gucken, welches Band das ist. Da vorne ist einer. Hast du einen Bogen dabei, Lars? Nee, aber mein Gewehr. Naja. Nummer 7. Warte. 2 Pfeile gehen nämlich immer ganz gut. Da oben stehen noch Medizinvorrat drauf. Mhm. Guck mal, ob du was findest. Gucken, was gefunden? Oh, Honig. Schmerztabletten, Steroide. Dann nehmen wir Schmerztabletten zu dir, weil dann bist du nicht ein One-Hit. Ich tue mal hier in den Schrank, in den Medizinschrank was rein, damit ich ein bisschen leerer bin. Sonst kann ich nicht rennen. Guck
mal, ob du was decken kannst. Der hier lebt noch, warte. Der da. Darf ich kurz? Mist. Der lebt 100% noch. Komm, steh auf. Gut. Holen wir dann gleich ab, ja? Den Medizinschrank. Mhm. Achtung, hier oben ist ein Geier gerade gelandet. Da. Hab ihn. Die Viecher, ey. Vom Kirchturm müsste unser Loot sein. Hier ist noch ein Gegner. Komm, Muni. Das ist für dich. Ja, und für Andi. Hm? Der gerade Munition schön verballert. Was schießt du denn da ab? Ich komm ja nicht mal vom Dach runter. Ich war Wasser, ja. Was schießt du ab? Ich hab's nicht verstanden. Ein paar Zombies. Okay. Zwei. Das war es meistens nicht, da sind meistens mehr drin. Links steht einer auf jeden Fall noch. Okay, den haben wir. Oh, gibt's ja nicht, kommen immer mehr hier. Ja, wenn mehr so schießt, umso mehr kommen. Mach du rechts die Kiste auf. Ich hab einen Revolver. Stufe 3. Hier, selbstgebaute Pistole. Kann man verkaufen. Mal zwei Bücher für dich. Oh ja. Gut, dann haben wir die Quest und können zum Handler gehen. Und noch den Medizinschrank mitnehmen. Mhm. Mach dich aber nicht zu voll. Ich bin schon bei 16. Wie viel alt bist du? Warte mal kurz, lass mich kurz reingucken. Okay. Steck mal was. Guck mal, ob du ich was. Ich hab eins Übergewicht. Ja, ich gebe dir jetzt noch einen Verband da drin. Kannst du einen Verband mal nehmen? Ja. Und den Rest nehme ich auch mit. Mhm. Hm, eine schöne Pistole. Ja. Das ist eine, die ich schon mal am Anfang an habe. Die habe ich irgendwo gefunden. Ich glaube, im Klo. So, ich überlege gerade, was wir noch machen können. Hast du Klebeband? Nein. Nicht so schlimm. Hätte sein können. Kleber und du müsstest Stoff haben. Also. Dann gib mir mal Kleber, dann mache ich Klebeband draus, dann hast du zumindest mal ein weniger. Okay. Gut. Dann können wir gehen. Haben wir sonst alles, ja. Goodbye. Achso, hier immer mal hinter diesen Bildern. Die haben ja die ganzen Dinger neu gemacht. Da sind meistens jetzt hier, wie du siehst,
Löcher drin. Hattest du die Quest gestartet? Ja. Okay, zurück zum Händler steht da. Nee, kannst du nicht. Dürfte nicht deine sein, du hast die nicht. Dann ist das bestimmt die von Andi oder so, keine Ahnung. Also ich habe hier keine mehr. Was steht denn bei dir oben rechts? Einmal steht bei mir, kehre zum Händler zurück, ja, aber ich habe hier noch zweimal Stufe 1 abholen. In diesem Haus. Ich habe hier nur einmal abholen gehabt, das war das andere. Und das hier gerade, was wir hatten, war... Die folgenden Spieler sind zu weit entfernt. Youngblood. Ja, ja. Genau, das ist Youngblood seine. Die Abholung hier. Nee, es ist meine. Ach, deine? Ja. Dann hast du ja noch eine zweite. Eine habe ich eben gerade angenommen. Ja. Ich kann uns geben. Eine habe ich geteilt. Genau, die hast du jetzt geteilt. Aber deine hast du mir noch nicht gegeben, wenn du hier noch eine hast, Lars. Weil eigentlich hast du ja... Ich habe gerade auf Teilen gedrückt. Die habe ich nicht. Quest teilen. Ach, abholen hier. 4 Meter. Ja, gut, alles klar. Dann können wir gerade einmal durch. Ja, so, bei mir steht, wenn ich auf Teilen drücke, steht unten keine Gruppenmitglieder in Reichweite, um eine Quest zu teilen. Ja, ja, wir müssen erst in deine Reichweite. Dieses Gebiet ist momentan nicht verfügbar für eine Quest. Genau, weil wir es schon gerade hatten. Das ist gut. Lass mal zurückgehen und dann die 2 Quests abgeben. Aber das ist ja komisch, weil du hast mir doch eine... Oder war das... Nee, wir haben doch jetzt 3 Quests insgesamt im Inventar. Ja. Ja, und 2 haben wir gerade erledigt. Lustig. Da ist ein Huhn, Achtung. Ich sehe einen Hasen. Ich sehe den Hasen. Ich will den Hasen. Den Hasen. Bisschen höher. So. War zu hoch. Mal ein bisschen austarieren. Nutze die Zeit gerade mal und bring deinen Scheiß gleich direkt zu uns. Ja, mach ich auch. Ey, hier sind. Kann ich was essen und trinken? Kannst du Tee machen? Guck mal, wir hören Andi. Das ist geil, diese Ferngeräusche, ne? Das haben sie auch neu. Ja. Kann Andi sich jetzt so schnell erstmal nicht mehr verstecken? Ich schieß doch gar nicht. Andi, wieso ist deine Munition leer? Ich hab dich geschossen. Doch, wir haben sie die ganze Zeit gehört. Ich hab doch gar nicht geschossen. Gekochtes Fleisch. Sehr schön. So, nochmal ein bisschen Wasser. Dann... Ein Bunker gefunden. Sehr schön. Markiert ihn bitte mal und teile ihn. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Rein solltest du noch nicht. So eine Klappe am Boden. Ja, ja, aber rein kannst du da eh noch nicht, weil du, da ist, glaube ich, eine Stahltür unten. Da musst du sowieso erst Werkzeug haben. Mit einer Steinaxt buddelst du dich dumm und dusselig. So, ich habe noch 10 Fleisch, die tue ich mal rein. Für Andi habe ich wieder Munition zum Verballern dabei. Wir denken an dich, Andi. Ständig. Ohne Erbarmen. Und die lauter Bäume nicht so.
Wasser und Tee kocht. Wir haben so langsam Struktur in unserer Bude. Und kurz zum Händler rüber. Einen Moment noch. Ich komme gleich mit. Da schießt jemand. Jo. Was erschießt er denn? Zombie. Komm mir ein bisschen vor wie im Ersten Weltkrieg hier. Geh weg. Du hast noch einen Zombie angelockt. Er hat das Stoppschild so ein bisschen lieb gehabt. Zombie rechts. Biggie Mommy. Wenn ich irgendwo Knochen rumliegen sehe von alten Tieren oder was das ist. Einfach mitnehmen, ja. Auseinandernehmen. Ja. Da gibt's Nitrat raus und das. Hasi. Da steht einer. Oh. Siehst du das hier im Feld? Oben quasi wie eine Vogelscheuche? Ja. Das. Das war wirklich eine Vogelscheiße, oder? Warte mal kurz. Ja. Lol, das habe ich noch nie gesehen. Bisschen unheimlich. Ja. Es könnte auch ein Zombie sein. Ja. Oder eins, was man jetzt noch nicht kennt. Das ist wie dieser nackte Alien-Zombie. So ein bisschen sieht er auch so aus. Wenn der jetzt noch aus seinem Finger pullert, ne? Youngblood, mach mir doch keine Angst, ey. Was denn? Der ist mir hinter mir hergerannt. Klang wie ein Zombie, der mich verfolgt, ey. Das ist ein. Wechseln wir auf die andere Seite. You're not bringing counterfeit money in here, are you? So, 9mm Munition nehme ich auf jeden Fall. Mit einem Schlag habe ich den Hasen erlegt. Shotgun Munition nehme ich für dich mit. Danke. Ein Magenknot. Okay, ich gehe jetzt nach Hause was essen. So, ich habe jetzt 6100 Kohle. Ich guck mal, was ich damit machen kann. Munition wäre eigentlich immer das Beste, finde ich. Panzerbrechende Munition für die Schweine? Keine Ahnung. Ich habe mal 26 panzerbrechende 9mm gekauft, für alle Fälle.
Ansonsten hat er nichts. Hat noch Shotgun-Munition. Stärke 2. Wollen wir die Bank ausrauben? Ich habe Zeitzündermunition beim Händler. So. Granaten könnte man auch mitnehmen. Ich würde mal 5 Granaten kaufen. So, dann haben wir wenigstens mal. Für alle Fälle, Stefanie. So, warte kurz, ich gebe dir Muni. Wo ist sie hin? Da ist er. Gerade zum Vorwurf. Und hier? Quest annehmen. Ich muss noch eine Quest annehmen. Shotgun wird besser. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Vergrabene Vorräte. Wollen wir die vergrabene Vorräte machen? Hey, Jerk. Die kann man auch nachts ausbuddeln. Naja, kann man machen. Ins Gesicht, Junge. Ach so, mein Essen war auf Null, ey. Boah. Hab ich ja gesagt. Solltest mal ein bisschen drauf achten. Du kriegst ja vor allem dieses schöne Symbol. Also Essen ist zu Hause gerade genug. Also Andi, ne, ist halt aber auch duschen gewöhnt und dass man da nicht essen muss, ne? Also es ist schon ein sehr verwöhnter Mann. Wenn ich das mal so sagen darf. Ein sehr verwöhnter alter Mann, meinst du? Ja, da wollte ich jetzt nicht unbedingt ihm so direkt ins Gesicht treten, aber... Warum nicht? Kein Problem. Er ist es doch gewöhnt. Und euch immer. Ja, das ist richtig. Man braucht halt mal ein bisschen Abwechslung. Kann ich mal. Danke. Bitte. So, wo sind denn jetzt die. Und. Hast du gesehen, dass es mittlerweile eine Kellerlukentür gibt? Habe ich. Ich habe eine gebaut. Ich bin schon gespannt. So, 22 mal roter Tee, 5 mal gekochtes Wasser noch. Haben wir leere Gläser drinne? Ja, 11 Stück. Ansonsten, ich baue gerade neue. Was haben wir hier? 43 in der Schmiede. Licht in der rechten Kiste noch zweimal. Dankeschön. Hab ich noch nicht gehabt. Jetzt kann das jemand anderes noch lernen. So, das habe ich ja gemacht. Ich bin hier der Einkäufer, ne? Ich habe nämlich, ich habe schon ein bisschen Händler geskillt. Wenn ihr was braucht, sagt ihr Bescheid, ich guck danach. Okay, also Fleisch ist auf jeden Fall schon mal 80 dabei. Das ist schon mal gut. So. Jetzt Holz raus. So. Eine. Haben wir Nägel?
Müssen wir. Eine größere Essenskiste wäre gut. Essen und Wasser getrennt. Ja, und da bin ich jetzt dabei. Andi, helf mir mal bitte. Ich brauche mal jemanden, der mitklopft. Wo bist du denn? Da oben. Soll ich denn klopfen? Hm? Die Leiter muss weg. Die Leiter muss weg? Mhm. Wieso denn das? Kann man doch nicht mehr da runterspringen, oder? Jetzt muss auch nicht wieder aufmachen. So, wo machen wir das denn hin? Weil deine Spitzhacke kaputt ist? Nee, weil die zwei Kisten fertig sind. Achso. So, wir klopfen ein bisschen rum, beenden wahrscheinlich jetzt mal die Folge und wir sehen uns dann im Morgengrauen wieder oder wenn in der Nacht noch was Spannendes passiert. Also bis gleich.